Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online am heutigen Tag zusammen mit dem kompletten Freedom Squad. Hi Jungs! Hallo! Wir machen weiter mit den Caio Perico Vorbereitungsmissionen. Da gibt's noch einiges zu tun. Und zwar aber, wir haben jetzt scheinbar schon in Sachen Annäherungsfahrzeuge, haben wir schon zumindest hier das Ding erfüllt. 3 von 5, das sieht ganz gut aus, Leute. Jetzt könnten wir noch hier Safe-Kombination, Schneideladung, Waffenarsenal. Da können wir Aggressor, Verschwörer, Meisterschütze, Saboteur, Scharfschütze, Schalldämpfer. Schalldämpfer. Nehmen wir schlecht aber eh nicht. Also ich nehme jetzt hier Scharfschütze, das sieht geil aus. Okay. Gut, wir machen Scharfschütze. Ja, bestätigen. Perfekt. Wurde ausgewählt. Begib dich zum Merriweather Hauptquartier. Der Helikopter ist übrigens da, ne? Ah, echt? Ja, perfekt, ja. Dann rein da. Ich bin schon. Ja, ich bin schon die ganze Zeit an dem. Ja, jetzt kommt mir ja keiner meinen Job. Hallo, dein Tauchanzug, der ist so eng. Warte, jetzt steig ein. Was? Bist du alleine? Jawoll. Ich werde dich ab jetzt nur noch töten. Kein Problem, Leute. Was ist Leute. Denn jetzt? Warum ist denn da so ein Helikopter? Spiel. Muss ich den abschießen? Ach, ich muss ihm nur folgen. Palette, du glaubst doch nicht wirklich, dass du damit davon kommst. Du hast jetzt 3 Leute im Nacken. Bitte, und einer auf. Davon hat eine Lenkrakete. Es tut mir leid. Warum benutzt die, die Lenkrakete? Was? Das war eine Lenkrakete. Ah. Okay, ja, gut. Die fährt gerade irgendwie Richtung Paluten. Ich weiß nicht warum. Nein, bitte. Die wird ihn auch einholen. Bitte. Und da kenne ich auch nichts. Oh ja, ich bin fast da. Oh nein! Benjamin, hör auf! Du hörst, ich sehe dich, ich sehe dich. Hör auf, ich sehe dich. Was zahlst du? Alles. Okay, ich bin nochmal ausgewichen. Oh. Alter! Vielleicht fahre ich aber jetzt in dich rein. Nein, nein, hör auf. Und auch nicht in die rein. Da ist ein anderer. Ach so. Oh Gott. Warum? Weißt du, was ich dachte? Ich dachte, Palette, das wären Bullen, die dich verfolgen. Nein, ich hab doch gesagt, ich soll dem Ding folgen. Ich hab nicht dich umgebracht. Fehler sind menschlich, Leute. Fehler sind menschlich. Alles, alles gut. Ich sehe ja keinen Fehler. Nicht so erfüllt. Warte mal, ich glaube, ich werde den Heli zerstören, damit der wieder respawnt. Weil ich glaube, wenn er irgendwo geparkt wird. Der war in der Welt. Ja, ja. Deswegen glaube ich, spring jetzt einfach mal raus. Zack. Hui. Ich bin tot. Mann! Ich habe mir das letztens sogar noch angeguckt, wie sich das verhält. Wenn man einen Fallschirm hat, dann stirbt man, wenn man aufprallt. Wenn man keinen hat und man prallt auf, dann stirbt man nicht. Der Helikopter ist bisher noch nicht wieder aufgetaucht. War das dein Handy? Ich hab was gehört. Das war auch mein Handy, Leute. Lol. Alter. Was denn? Das war mein Handy. Achso. Komisch, dass das nach dir klingt. Nein. Wo bin ich? Mann, dieses scheiß U-Boot. Ich darf niemals zur See fahren. Ich werde einfach jämmerlich sterben. Ja, aber das hast du ja auch noch nie gemacht. Hier kein Clip. Ich war schon mal auf dem U-Boot. Hier Clip. Wir haben kritischen Wassereinbruch. Oh, da vorne läuft alles voll. Und wenn das vollgelaufen ist, dann ist, glaube ich, Game Over. So, wo seid ihr alle? Ich hab einen Heli geschmobbt. Weil ich bin im Boot und muss die Mission nochmal neu starten. So. Okay, dann warte ich einfach vor dem Boot. Warte, hier läuft eine Mission gerade. Ja, aber es ist nur auf eine Weltsache. Verteidigt die Ware. Nee, bei mir, das ist die richtige Mission. Hä? Ich kann keine neue Mission annehmen. Ja, dann komm raus. Ich hab einen Helikopter, dann machen wir das. Begib dich zum Land-Act-Staudamm. Dann gibt's eine Alternative? Ja, ich kann hier halt nichts annehmen. Ja, komm vielleicht, raus. Vielleicht okay. Wegen diesem Welt-Event. Also Paluten hat sein ganzes Geld ja von seiner Familie. Und woher hast du dein Geld? Eigentlich insgesamt muss man sagen, von Hacker nach und nach gedroppt. Geil. Kann ich im Real Life auch einen Hacker finden? Ich dachte, hast du eine Story. Oh, aber das könnte immer fragen. Please give money. Das könnte eigentlich sein. Das Ding hat, Manuel hat das hier vorne abgeschossen, aber hier steht halt verbleibendes Geld. Oh. Vielleicht ist da ein bisschen Geld verbrannt. Aber es war ja eine Waffenmission. Wo soll das Teil? Ich sehe es halt nicht mal. Ich bin gar nicht in der Mission. Nee, ich schon, ja. Hier. Genau, jetzt einfach unter uns eigentlich. Oh Gott. Scheiße. Oh Gott. Ja, okay. Leute. Fang dich, Paletto, fang dich. Sehr gut. Komm, wir fliegen da normal hin. Aber lande auch normal. Ja, damit wir den wieder recyceln können. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, weil ein Helikopter zweimal benutzt. Oh, das wird knapp. Hi, Zombie! Oh, da ist halt ein Spaß. Oh, hallo! Bin gelandet. Ich schneid von oben. Wo sind die? Unter uns.
Where are the enemies? The enemies are down below. Down below, okay. I go down below. Yes, we are going down. Ja, wir müssen hier rein. Ich bin direkt hinter dir, Zombie. Here is the Bargeld. Oh Gott, oh, ah, ich bin direkt. Warum stand ich denn immer direkt als erstes? Ja, weil du die Freiheit so gerne magst. Ich habe mit einem HP überlebt und alle getötet. Give me the Bargeld. Ja, warte, ich komm, ich hol das meine. Hier ist ein Bargeld. Oh, und den muss man collecten. Kommt her, Leute. Ja, ich komm. Ja, an der Ecke. Hol die da. Oh! Ach. Zack, Alter. Actionfigur. 4 von 100. Bring das Falschgeld zum Unternehmen zu. Ui. Was ist das denn für eine random Mission? Wir sind in einer privaten Lobby. Hä? Ja, unser Falschgeld verloren. Ja, komm, ich hab ein Heli hier geparkt, Leute. Das verredet sich schnell. So, schnell den Scheiße wieder nach Hause bringen. Zum Unternehmen? Warte, wo müssen wir hin? Wir müssen nicht mal zum U-Boot. Was haben wir getan? Ich verstehe es nicht. Hey, schreibt mir eine SMS. Tja, ich schätze, die werden euch nicht einfach davon kommen lassen. Beschützt die Beutel. Was ist das für eine... Also, sorry, dass ich so drastisch sagen muss. Was ist das für eine verbackte Scheiße. Wir sind halt echt von der einen Mission in die andere reingerutscht, ohne irgendwas zu machen. Hat er irgendwie eine SMS oder so angeklickt? Nein. Das könnten wir ja gar nicht. Das könnte ja nur Palette, wenn ich überhaupt. Ich weiß, ich bin dumm, aber ich habe hier keine schnellen Jobs oder so. Es ist halt wirklich ganz woanders. Tja, ich schätze, die werden euch nicht einfach so davonkommen. Beschützt die Beute. Ich habe keinen Fallschirm. Oh. Oh, doch, ich habe einen. Oh. Ich nicht. Doch, ich auch. Immer erst später nachgucken, Leute. Ne, man sieht den gar nicht, den Fallschirm. Oh, Maudado, Mau, ja, fein, Palle da rein. Hier unten, verlooten, hier unten. Ja, warte, ich komm. Komm. Ja, wir sind mal drin geblieben. Wir sind schon da mit dem Helikopter. Oh Gott! Mach dir einmal den Helikopter aus. Dann willst du wohl um runterspringen. Ich, das müsste ich doch schaffen. Weil ich glaube, ich könnte auf dem Helikopter landen. Ja, mach. Let's go. Jetzt geht der schon. Okay, und. Schaff ich! Ich hab überlebt! Was ein Sprung. Oh, nein, let's go. Kein Problem, Leute. Und abgegeben. Und? Oh, $1,000. Danke. Geil, danke, TBA. Damit kann ich mir nicht mal in diesem Spiel den Arsch abwischen. $1,000. Das kannst du keinem erzählen. Ja, ich weiß, das kannst du auch niemandem erzählen. Also du hast den Mechaniker für heute $450 gezahlt. Du hast deine täglichen Immobiliennebenkosten in Höhe von $800 gezahlt. Du hast deinem Executive Assistant für heute $300 gezahlt. Danke. In der Mission, ja genau. Und nach auch noch. Ich weiß warum. Der hat gerade nochmal angerufen und gelabert. Das macht weil gar Paluten keinen in dem Club wurde eingebrochen und Geld geklaut. Und das haben wir gerade verteilt. Oh, endlich kann ich wieder diesen Planungsbildschirm aufrufen. Alter Schwede. Zum Hä, ist das jetzt was anderes? Schlongberg Sachs Center? Was ist das? Was ist das? Geschichte wiederholt sich. Geh zum Schlongberg. Was ist denn der Schlongberg? Ey! Ich wusste nicht, Manu, durch eingestiegen. Ich warte jetzt hier im U-Boot. Achso, wir haben auch einen Heli. Achso, stimmt, du kannst manuell mitnehmen. Oh Gott, ich mach da das Heli wird nicht lange halten. Und das war's. So, also, typisch Wolkenkratzerbüros, Koordinaten sollten jetzt bei uns sein. Wir machen das. Kein Problem, mit Zombie, da kann ich. Hinter dem Gebäude ist es. Ah, also so. Schlongberg. Da, Schlongberg, das ist das Gebäude vor uns, genau. Ja, warte, ich mach. Da oben drauf. Okay, das hier vor uns? Ja, wow. Da steht Schlongberg. Ah ja, So, ich. Oh, das ist nicht so einfach zu landen hier. Ja, irgendwie ein bisschen. Oh ja. Perfekt. Ja. Oh ne, noch nicht aussteigen! Vorsicht! Oh. Aber du hast es überlebt, okay. Ja. Aber ich habe doch einen Fallschirm. Ich habe doch einen Fallschirm, oder nicht? Hier ist ein Eingang drin. Ja, soll ich aussteigen und dann einfach landen? Mach wie du meinst, ja. Okay. Hier oben liegt auch ein neuer Fallschirm dann. Okay, ja, ich vertraue dir. Ich spring raus. Ich zünde meinen Fallschirm. Ich komme jetzt. Ja? Oh ne. Oh, Zombie, ich werde es nicht schaffen. Zombie, schaffe ich's noch? Nein, du bist schon lange dabei. Bist du dir sicher, Zombie? Ja. Vielleicht schaffe ich's doch noch. Soll ich reingehen? Oh nee, warte, ja, ich gehe unten. Ich gehe unten rein, du oben. Vielleicht gibt's noch ein zu. Ach, Scheiße. So, wartet. Ich muss jetzt kurz die Leute ein bisschen aus. Nee, das sind keine Gegner. Ah, oh, doch, das sind Gegner. Jetzt, du hast hier oben bei mir Alarm ausgelöst. Ja, das tut mir leid. Ich renn einfach rein. Renn rein, Paletto! Ja, ich geh rein. Ich bin bei dir, Zombie. Ja? Okay, dann rein. Okay. Moin, Jungs. So. Leute, ich bin auch hier. Oh, du bist tot. Ich box dich. Es gab jemand mit einer Shotgun. Und ich geh rein mit meinen Fäusten und schaff's. Ja, natürlich, weil er sich. Oh Gott! Und er lebt immer noch. Ja, warum? Du sagst, du schaffst es, aber er lebt immer noch. Ich hab ihm dreimal eine gegeben. Okay, wir haben gewonnen. Oh, sorry.
Waffenschrank. Wenn es eine GTA-Wohnung ist, dann ist hier der Waffenschrank. Ja. Ah, okay. Ist die GTA-Wohnung vom Maceball Tower. Da ist gar kein Berg, im Haus. Im Haus, Oma Schlangenberg. Check vor Computer. Paluten, hack den Computer. Ah ja, ich hack den Computer. Kein Hacking. Problem. Ich schieß vorher drauf. Ja. Sehr gut. Kein Problem. Apple Care macht das. Oh, ich mach meinen USB-Stick. Sag mal, hast du mich gerade geschlagen? Oh, was ist das denn jetzt? Hack. Alter! Du hast auf meine Waffe geschossen. Ich habe auf dich geschossen. Ich hack das jetzt. Nein, so. So, jetzt mal ganz ruhig, Jungs. Ganz ruhig. Ich hack ein bisschen so. Achso, ich muss die 1, 5. Ah ja, da ist die 1, 5. Zack. Hab gehackt. Ich hab den Waffenschrank entriegelt. Oh, die Waffen schnell. Okay, ich hab die Waffen eingesammelt. Warum brennt hier alles? Weiß nicht. Alles klar. Okay, so Jungs, wir können los. Jetzt hab ich! Das war Manu. Stimmt. Nicht. So, ich nehme wieder die Waffen. Ey, jetzt kommt mit. Ihr das kommt jetzt mit. Leute. Okay. Oh. Ihr reißt euch jetzt mal bitte am Riemen. Maudado ist da. Moin, Maudado. Schönes Auto. Ich sehe es. Auto ist abgeschlossen. Warum sind denn die... Hä? Warum sind alle Autos hier abgeschlossen? Ja, hier, nimm mein Fahrzeug, Palette. Ah ja, hier, perfekt. Das da. Da kommen aber einige Freunde. Oh. Ich bin dank deinem Ding. Krieg ich eh nicht. Also ich bin einfach ein bisschen verwirrt, dass man super wenig Missionen auf dem Ding hat, abgesehen von dem Clown. Ich dachte, man macht die Vorbereitungsmission alle in dieser Welt. Ja, ich dachte, man macht allgemein alles da. Ja, ich hätte auch gedacht, man kann im freien Spiel auf diese Insel. Nicht mit Rockstar. Ja, irgendwie gibt's, die Insel ist, glaube ich, dafür zu klein einfach, weil wenn wir darauf ein Flugzeug klauen, dann wissen die ja, dass jemand da irgendwas plant. Ja, klar, aber dann soll man vielleicht das Missionsdesign anders machen, ja. Weil wir müssen ja diese ganzen Missionen machen, um wieder... Mein persönliches Fahrzeug wurde zerstört? Ich hab's auf dem Dach stehen lassen, hä? Ich hab nichts gemacht, ich schwör's dir. Geschafft. Ja, und ich lauf einfach wieder raus. $4,000. Die täglichen Kosten sind abgedeckt. Nice, GG. So Leute, das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Schaut bei German Let's Play, Zombie und Maudado vorbei und habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.